Schön, dass ihr wieder da seid, hier bei Let's Splinter und dem Fußballmanager 22. Es geht zum Rückrundenauftakt gegen niemand geringeren als den BVB in den 18. Spieltag. Doch zunächst ein etwas ungewohnter Blick in die zweite Mannschaft von uns. Insofern herzlich willkommen hier zur neuen Folge. Schön, dass ihr einschaltet. Ich gehe nochmal auf einen Kommentar ein und der besagte, dass ich doch Ezequim, unseren Linksverteidiger, unseren extrem guten und jungen Linksverteidiger, eventuell doch verleihen soll, mit der Option Spielpraxis zu sammeln. Momentan würde er zu wenige Spielanteile bekommen, vermutlich bei uns in der ersten. Ja, und dann stellt sich natürlich die Frage, was machen wir mit Ezequim und wer könnte ihn gut gebrauchen? Und wenn wir uns das mal angucken, ihr seht das hier bei den grün markierten, es ist ja ganz einfach, beziehungsweise Vereine, die einen Spieler für die Position jeweils suchen, werden in grün dargestellt. Und ihr seht, das sind 5 Stück. Ich habe die alle schon durchgeguckt. Alle bis auf eine Mannschaft haben stärkere Linksverteidiger. Die Linksverteidiger in der Bundesliga sind relativ stark. Sieht man zum Beispiel an den Kölnern hier mit Katterbach, 23 Jahre, 79er Linksverteidiger. Einen sensationellen Marktwert von 25 Millionen für Kölner Verhältnisse, ohne das despektierlich zu meinen. Und insofern bleibt, und da kann ich schon direkt rüberschalten, ich habe es wie gesagt schon nachgesehen, nur der SV Werder Bremen. Die sind 17. momentan und da verteidigt auf links Matias Meluso, ein Argentinier, der hier nicht allzu sehr glänzen kann. Kam für 8 Millionen 2022 von Gimnasia zu den Werderanern. Aber das wäre noch eine Option. Und die Frage ist natürlich, ja, es gibt doch sehr viele andere interessierte Vereine, gerade in England oder in Holland. Die Frage ist natürlich, wo will Ezequim gegebenenfalls noch Fuß fassen? In einer anderen Liga, vor allen Dingen in England, wie lange geht er zur Leihe weg? Also das sind alles Themen, die ich hier berücksichtigen möchte. Insofern könnte ich mir die Niederlande mit der Eredivisie noch ein wenig vorstellen. Wir gucken da gerne nochmal rein. Ajax mit Daley Blind, der ja zu den Bayern jetzt gewechselt ist, hier tatsächlich. Und Taliafico ist auch noch stärker als Linksverteidiger. Insofern sehe ich da keine große Option, dass er bei Ajax zu Spielzeit käme. Alkmaar ist 5. Und da gibt es tatsächlich Optionen. Moreno und Okoroji. Beide sicherlich keine größere Gefahr, wenn Alkmaar hier auch wirklich den besten Linksverteidiger spielen lassen will. Moreno spielt. Also Alkmaar wäre eine Option. Rotterdam ist 3. Da gucken wir auch gerade nochmal rein. Wir wollen natürlich auch irgendwo eine Mannschaft, die gewinnt, damit der in aller Regel eine gute Form erzielen kann zumindest. Ja, da haben wir Svensson. Nur die Frage ist, wie stark ist der wirklich mit seinen 22 Jahren? Aber nicht allzu talentiert. Und Utrecht, naja, die sind 4. Also ich schwanke zwischen Alkmaar und Feyenoord. Gehe ich mal vom Talent von Svensson aus, das nur bei 6 von 10, also bei 3 Sternen liegt. Boah, die haben aber viele Linksverteidiger. Christiansen auf der Bank, Svensson. Und sie suchen ja auch. Bin mir überlegen, ob wir den nach Feyenoord verleihen. Leihgebühr wäre natürlich nicht so hoch, 1 Million, finde ich absolut gerechtfertigt. Hat einen Marktwert von 3,8, das ist viel zu niedrig eigentlich. Und wir versuchen es mal. Ja, werden sich bei uns in Kürze melden. Das ist was, was ich gut und gerne eingehen mag. Unsere Linksverteidigerposition in der zweiten wird sich dadurch signifikant verschlechtern. Das können wir jetzt schon sagen. Aber Ezequim hier eventuell mit einem halben bis anderthalb Jahren Leihvertrag auszustatten, wäre in meinen Augen hochinteressant. Dann gucken wir nochmal in die erste. Wissen wir, dass Soares noch einen Vertrag bis 28 hat, aber auch nicht jünger wird? Boah, wobei 28, dann die Frage ist, ob wir den dauerhaft behalten, aber wie wird er sich entwickeln, ne? Eventuell bekommen wir ihn den Sommer auch nochmal gut verkauft, um ein bisschen was freizuschaufeln. Oder aber zumindest in anderthalb Jahren. Und dass wir beim Kollegen Günther über der Zeit sind, der ist jetzt schon, na was heißt jetzt schon so schwach, Ezequim ist jetzt schon so stark wie Günther und er wird die Karriere mit Ende 2027er Saison beenden, da könnten wir dann doch ganz gut den Wechsel hinbekommen. Insofern freue ich mich, dass wir da ein Leihangebot aus den Niederlanden bekommen werden. Die Bremer, wie gesagt, waren in Deutschland noch eine Option, aber die spielen natürlich auch keine erfolgreiche Saison und insofern macht es mir da ein bisschen Angst, was die Entwicklung des jungen Linksverteidigers anbelangt. Aber das zur Zukunft, kommen wir zur Gegenwart und die lautet Borussia Dortmund und das ist natürlich ein Thema für uns. Schwerer Auftakt in die Rückrunde, danach die Wölfe, wir haben es in der letzten Folge schon thematisiert.
Wir werden gut defensiv stehen, haben ja auch die Fünferkette hinten installiert, spielen jetzt aber mit etwas höheren Flanken wieder. Also wir können hier natürlich nicht über die Außen Vollgas geben. Dafür ist das System jetzt nicht ausgelegt. Insofern geben wir auch wieder die Marschroute vor, dass sowohl über die Außen als auch über die Mitte die Initiative ergriffen werden kann, sollten wir mal in den Angriff kommen. Aber ihr seht schon, wir werden relativ defensiv das Ganze angehen mit einem 5-3-2-System, womit wir drei Linksaußenspieler hier draußen haben werden. Pedersen kommt mit rein, was eigentlich schade ist, aber Redmond im Sturmzentrum nicht so sehr zu gebrauchen. Insofern stürmt Pedersen hier an der Seite von Daka. Über die Verletzungen und die roten Karten haben wir lang und breit gesprochen. Romo kommt zumindest für das schwere Spiel gegen die Wölfe zurück. Nach seiner, was weiß ich, wievielten Sperre. Und dann sind wir natürlich soweit. Ihr kennt das von mir. Das Ergebnis wird hier kommen und wir werden nicht neu laden. Egal wie das Spiel ausgeht. Jetzt ist die Frage, wie kündigen wir hier, boah, nach einem 3-0 der Dortmunder im Hinspiel diese Partie gegenüber unserer Mannschaft an? Kämpft um jeden Ball. Ja, ein akzeptables Ergebnis ist das Mindeste, was wir einfordern können. Aber auswärts in Dortmund, wow, das wird schwierig. Und insofern hoffen wir natürlich auf ein paar glückliche Fügungen. Und wir haben es gegen die Bayern und gegen Bayer Leverkusen mit einem jeweils 1-0 ja schon vorgemacht. Gucken uns zunächst noch den Dortmunder Kader an. Meslier hier, ein Wahnsinnskeeper, hat Kobel als Nummer 1 verdrängt. Schulz auf links. Ja, da wäre sogar fast für die Dortmunder sogar noch eine Möglichkeit, dass sie Ezequem sich leihen. Auch nicht viel schlechter. Aber dann Akanji, Emre Can in der Innenverteidigung. Bockstark mittlerweile. Ben Johnson, Neves, Bellingham, Reyna. Boah, was für Werte. Florian Wirtz, Tigges hier im Sturm mit Erling Haaland. Da bleibt Julian Brandt draußen. Zwei Rechtsverteidiger auf der Bank und zwei Torhüter mit Bürki und Kobel. Also da sind sie nicht so ganz breit aufgestellt. Ihr seht das auch nur ein Offensiver hier, Julian Brandt. Aber nichtsdestotrotz, alles, was auf dem Platz ist, sorgt natürlich für wahnsinnige Gefahr. Mit einem 4-3-1-2 quasi. Florian Wirtz vor den zentralen Mittelfeldspielern, wo Reyna und Neves sicherlich offensiver denken, wobei Bellingham natürlich auch seine Offensivqualitäten hat. Wer sichert da ab? Ruben Neves? Wir werden es sehen. Haben die Konter eingestellt. Was anderes können wir uns hier nicht erlauben. Ich wünsche euch viel Spaß. 18. Spieltag Dortmund gegen Freiburg. Vor der, ihr seht es links, gelben Wand. Und wir beginnen interessanterweise offensiv. Schuss von Vidovic nach 2 Minuten. Aber die Dortmunder dann mit einem Pass von Bellingham auf Haaland. Jetzt sucht sofort den Abschluss. Varela blitzschnell und packt Bomben sich dazu. Gut so. Kommt gut also in die Partie rein. Der Schiedsrichter foult hier Vidovic quasi. Dortmund spielt mit der Abseitsfalle, wir mit Kontern. Und jetzt wir. Daka setzt sich gut gegen Can durch, legt auf Pedersen zurück. Tick zu spät. Und Meslier kann den Ball leider aufnehmen. Ah, da war sie schon die erste Chance. Ecke von Neves kommt rein. Relativ ungenau zu Tigges. Kommt in Rückenlage. Oh, als Bogenlampe über Varela. Lange unterwegs der Ball. Boah, der Torhüter muss sich nur umdrehen, dann aber Gott sei Dank aus der Luft pflücken. Nächste Ecke Neves. Eine Minute später. Haaland und Howard Bellis nach einer Ecke von Neves. Howard Bellis setzt sich durch. Situation wird bereinigt. Fast eine halbe Stunde. Abstöße von Varela haben eine Streuung. Wie die Schrot. Macht nichts. Das ganze Spiel verflacht ein bisschen. Halbe Stunde durch. Konzentration. Nicht jetzt hier einlullen lassen von einem langweiligen Spiel. Die Dortmunder nicht mit dem Druck, den sie wahrscheinlich selbst von sich gewohnt sind. Dann aber ein alter Einwurf von Tigges. Sarr köpft ihn wieder aus dem 16er. Gut so. Wirtz spielt dann in den Lauf von Erling Haaland, befördert ihn aus 15 Meter auf die Tribüne. Und dann wir. Vidovic halb rechts, etwas Platz, Einladung, Distanzschutz. Ah, gut, 2 Meter drüber. Halbzeit. Pünktlich macht der Schiri hier Schluss. Tolga Mivelasch. Boah, Stevens mit einer guten Partie. Offensiv nicht viel. Kein Problem für uns erstmal. Es steht 0-0. Das ist ein gutes Ergebnis in Dortmund. Naja, und jetzt ist es natürlich problematisch. Wir können hier jetzt nicht sagen, wir gewinnen das Ding. Ja, lass uns genauso weitermachen, ist eigentlich die richtige Devise. Dann fügt sich hier alles zusammen. Ich erinnere nochmals an die 2-1-0 in den Topspielen der Hinrunde. Loben natürlich Stevens für eine gute Partie. Auch Harvard Bell ist gut. Na, Pedersen motivieren wir mal noch ein bisschen. Nico macht zu wenig. Das ist zu wenig von ihm. Muss in so Spielen sich auch zeigen können. Und Jean-Pierre auch nicht das, was wir uns erhofft haben. Ansonsten spielen wir natürlich weiter wie gewohnt. Alle laufen sich warm. Zweite Halbzeit. Ich bin sehr gespannt, wie wir in die zweite Hälfte kommen. Anpfiff.
Und das sieht gut aus. Flanke von Nico, Kopfball Petersen. Boah, aber Messi kann parieren. Boah. Und Petersen stand im Abseits. Aber wir haben, und das kann man so festhalten, wir haben unsere Chancen. Jetzt ist eine Stunde rum. Die Dortmunder noch mit keiner Chance in der zweiten Halbzeit. Das sieht, man muss vorsichtig sein, richtig gut aus hier. Und dann aber die Dortmunder. Johnson mit Schwung in den Strafraum. Suarez bedrängt ihn. Abpraller geht ins Seiten aus. Nächste Chance für uns. Daka zieht halblinks ab. Ecke. Und die kommt auch rein von Suarez. Zu Jean-Pierre, 20 Meter vom Tor. Lässt Bellingham aussteigen, zieht ab. Boah, links am Pfosten zischt der Ball vorbei. Weiter so. Da ist schon was drin und wir dürfen halt nur nicht unsere Taktik aufgeben. Das sind die Dortmunder, die nächste Chance haben. Kombination über drei Stationen. Neves auf Haaland. Boah, und der macht aus 11 Metern das 1:0. Es ist der Topstürmer der Dortmunder, der hier das Tor macht. Insofern müssen wir natürlich ein bisschen was verändern. Und lösen unsere Fünferkette. Bietet sich jetzt natürlich an, weil wir mit Redmond auf links jemanden bringen können. Weil wir mit Saar einen Innenverteidiger rausnehmen können und dafür Bino Gittens bringen. Pedersen bleibt vorne drin. Damit wird es natürlich eine konservative Viererkette hinten. Gehen jetzt über die Außen. Flanken kommen wieder ein gutes Stück flacher rein. Wir müssen jetzt natürlich was von unserer defensiven Grundhaltung hier aufgeben. Und den Ball tatsächlich auch nochmal wollen hinten raus. Und jetzt müssen wir eigentlich hoffen, dass uns hier irgendwie noch zufällig einer reinfällt. Wir können hier nicht aufmachen, dann steht schnell 2:0. Doppelt gewechselt haben wir. System verändert. Die Dortmunder legen aber nach. Sehenswerte Kombination. Neves leitet auf Gio Reyna weiter. Aus 19 Metern halb links. Boah, und macht sofort das 2:0. Doppelpack binnen 60 Sekunden. Oh, ist das bitter. Und dann können wir tatsächlich schon, da bin ich auch vorschnell, Stindl für Jean-Pierre bringen und die Jungs schonen. Bringen sogar Sildilia hinten rein jetzt, der aber nicht zentral steht, sondern in einem linken Innenverteidigerbereich. Also wieder Fünferkette, ja, aber einfach, weil wir Nico auch schonen. Er hat noch ein paar Spiele zu gehen, unser bester Mann im Mittelfeld. Und hoffen jetzt natürlich keinen allzu großen Riss zu bekommen. Akzeptables Ergebnis war die Marschrichtung. Brandt, der einzige Offensive bei den Dortmundern, kommt für Neves im zentralen Mittelfeld. Da gehört er eigentlich nicht hin. Wobei, spielen kann er da sicherlich. Stindl jetzt für Pierre drin. Und die Dortmunder nochmal über Brandt. Geht an Stevens vorbei, schaut, zieht aus 13 Metern ab. Oh, und Varela ist ohne Abwehrchance 3:0. Es ist das Hinspielergebnis und wir können nicht viel machen. Wechseln hier ein letztes Mal, bringen Morey für Kenny. Ja, die Dortmunder zaubern jetzt hier. Reyna, Schuss geht auf den Mann, Varela packt zu. Eine Minute gibt es obendrauf. Und das ist natürlich schade. Wir verlieren hier 3:0. Ihr seht es ab der 70. Obwohl wir chancentechnisch zumindest mit in der und von der Partie waren. Aber wir haben gegen die Dortmunder keine Chance. Das müssen wir so ehrlich eingestehen. Das ist eine Nummer zu hoch. Das ist allerdings auch die zweite Niederlage. Auswärts, nach Gang. Und insofern sehen wir die Siege von Berlin und Augsburg, die ein Stück weit näher an unseren Tabellenplatz 12 ranrücken. Denn die Frankfurter gewinnen das zweite Spiel in Folge, das gegen die Kölner, und rutschen an uns vorbei. Wir sind noch, muss man sagen, wunderbar im Mittelfeld gefangen. Aber noch eine Niederlage gegen die Wölfe, die ja nun mal nicht unrealistisch ist. Und das sieht hier relativ schlecht wieder aus für uns. Knackige 111.000 Zuschauer waren da und haben sich das 3:0 der Dortmunder angesehen. Und dann seht ihr schon, die Wölfe im Vorschaubildschirm hier zu sehen. Unser nächster Gegner, zumindest zu Hause. Dann kommen wir zu positiven Nachrichten direkt einen Tag danach. Elias Rafn Olofsson steht ab heute zur Verfügung. Leihe bis zum 30.06. Leihgebühr beträgt 800.000 Euro. Rückennummer 23 ist vollkommen in Ordnung. Dann wollen wir den neuen Keeper natürlich mal willkommen heißen. Wir können ihm sofort sagen, dass er sich sehr verbessert hat. Aber wir heißen ihn natürlich willkommen. Die Mannschaft hat ihn sehr gut aufgenommen. Er ist sehr dankbar. Gewinnt 5 Moralpunkte hinzu. Und, das halten wir jetzt hier auch mal fest, kommt für Varela ins Tor. Ja, und in der Konsequenz geht es mit Varela dahin. Mal gucken, was jetzt passiert. Weil über Spieler anbieten bekomme ich ihn nicht weg. Ich habe gerade alles während dem Schnitt versucht.
Da sind Vereine dabei, da bekommen wir ihn nicht los. Wir setzen ihn auf die Transferliste. Kostil ist hier momentan Nummer 2 und wir haben einen neuen Torhüter und wir hätten den nicht geholt, wenn wir nicht überzeugt wären von der Nummer. Gescoutet hatten wir ihn. Und insofern minimale Ablöseforderung 7 Millionen bis und dann die Ablöseforderung selbst 9 Millionen, hat einen Marktwert von 8,9. Das ist wenig, aber sagen wir so, wir hängen nicht allzu sehr an Varela. Das haben wir in der Pressekonferenz noch ein Stück weit anders dargestellt gegenüber den Medien, aber wir sind mit ihm nicht zufrieden und ich bin sehr gespannt, ob jetzt was passiert. Svedberg hier weg für 90 Millionen, ihr seht das. Monetär der Top-Transfer in dieser Transfermarktwoche. Oh, und wir bekommen das Angebot von Feyenoord. Ja, Leihdauer bis 30.06.25, also ein halbes Jahr. Warum nicht? Wir können dann immer noch gucken, ob wir ihn nochmal ein halbes Jahr verleihen. Aber das ist natürlich Erfahrung, die er auf einem höheren Niveau sammelt. Im Vergleich zu unserer zweiten Mannschaft. Das muss man ganz klar so sehen. Und insofern unterzeichnen wir hier das Angebot. Bekommen hier übrigens relativ viele Angebote für Harry Lemonnier. Der ist absolut verstimmt. Das haben wir ein bisschen unter den Tisch gekehrt. Ich passe hier mal die Ablöseforderung an. Angebot für Vidovic wurde abgelehnt. Wegen zu geringer Ablösesumme. Die Dortmunder hatten hier geboten. Ja, wir haben eben gemerkt, die haben offensiv nicht so viel. Und das ist natürlich ein Rohdiamant, den wir hier haben. Keine Frage. Oh, und Ezequem geht für 30, was ein Versprecher. Bis zum 30.06. nicht für 30,6 Millionen. Um Gottes Willen. Ja, und wir wünschen ihm natürlich alles Gute da drüben. Ich bin sehr gespannt, wie er sich dort schlägt. Wir werden uns das mal ansehen. Wir erinnern uns am 14.03. mal an ihn und gucken dann, was er da drüben so macht. Und jetzt kommen wir zu den Verhandlungen. Sotiris Alexandropoulos. Wir vernachlässigen ein bisschen Kontakt zu den Spielern zu suchen. Das gebe ich unumwunden zu. 22,5 Millionen. Vereinsseitig sind wir uns einig. Er ja, wird in der Regel natürlich spielen. Bekommt mit seinen 23 Jahren einen langen Vertrag. 4 oder 5 Jahre spielt keine Rolle. Insofern können wir auf die 5 Jahre gehen. Aber so viel bekommt er nicht. Das Durchschnittsgehalt liegt bei knapp 2 Millionen bei uns. Hat natürlich noch nicht so allzu viel geleistet. 1,7 sind durchaus realistisch. Können ihm eine große Zukunft versprechen. Das machen wir auch. Ich sehe ihn schon als leistungsfähig an, auch wenn das Talent nicht ganz so hoch ist. Aber natürlich auch keine Gurke in dem Sinne. Gucken uns an, was er von uns hält, beziehungsweise vom Verein. Beziehungsweise was die Vor- und Nachteile des SC Freiburg momentan sind. Die Liga ist attraktiv, eine gute Stimmung. Mannschaftsprestige ist besser als bei Panathinaikos. Kein Streit bei uns in der Mannschaft. Nachteile allerdings, wir nehmen nicht an der Champions League teil. Sprachprobleme sind zu erwarten. Da sollten wir natürlich drauf eingehen, wenn er zu uns kommt. Überaltertes Team ohne Zukunft. Puh, ah, deutliche Ansage. Ein unerfahrener Manager. Tja, was soll ich euch sagen? 3,5 Jahre SC Freiburg und doch unerfahren. Sei es drum, das Angebot machen wir natürlich hier für 1, boah, für 1,8 ist es sofort akzeptabel. Naja, dann bleiben wir bei 1,7. Das müsste auch funktionieren. Hoffen hier auf den Zuschlag. Der Kicker berichtet natürlich. Und Lyon erkundigt sich wegen Allaire, der noch 5 Wochen verletzt ist. Die Frage ist, wen bekommen wir? Also wenn wir mal betrachten, dass wir eine relativ alte Mannschaft momentan angeblich haben, ohne Zukunft, dann können wir diesen Umschwung ja jetzt einfach auch mal gehen. Allaire hat noch Vertrag bis 27, einen Marktwert von 11 Millionen. Wir bekommen 9 geboten für einen Mann, der 30 Jahre alt ist, den ich aber, Klammer auf, natürlich persönlich sehr ins Herz geschlossen habe. Das habt ihr schon mitbekommen. Die Frage muss letzten Endes sein, können wir Allaire ersetzen? Ja, sicherlich schon. Aber wie teuer würde das? Stimmen wurden laut in den Kommentaren bezüglich Josh Sargent hier von Norwich City, den ich auserkoren hatte, der ja auch Vertragsende 2025 hat. Liam Cullen ist eher so das, was ich beabsichtige. Und wir können natürlich trotzdem nochmal nach Stürmern suchen, die zumindest nicht älter als 25 sind. Boah, dann ist er tatsächlich die beste Option, die wir haben. Wenn wir ihn sofort loseisen wollen, müssen wir sicherlich um die 14 Millionen, 13 Millionen, 14 Millionen bezahlen. Und ich würde vorschlagen, wir verhandeln mal mit Lyon. Das nehmen wir uns schon heraus. Aber vielleicht nicht nur für 9 Millionen. Das Problem wird sein, ich muss mich selbst daran erinnern, weil die nächste Aufnahme ist ein bisschen hin und die Folge endet hier an der Stelle natürlich, weil sie schon ihre Zeit auf dem Buckel hat. Aber die Frage ist natürlich, Sargent für Allaire, ist das ein sinnvoller Transfer in die Zukunft?
Und ist das der Umschwung unseres angeblich zu alten Kaders? Das ist die Frage, die offen bleibt an der Stelle. Freue mich aber, die mit euch in den nächsten Folgen natürlich zu beantworten. Und insofern sehen wir uns wieder hier beim Fußballmanager 22 bei Let's Splinter. Freue mich wie immer, dass ihr eingeschaltet habt. Wer es noch nicht getan hat, ganz, ganz gerne auf den Abo-Knopf bei YouTube drücken. Würde mich sehr darüber freuen. Wir sehen uns. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.